Mein Name ist Theresa Hauser. Ich bin in Dresden geboren und aufgewachsen. Zum Theologiestudium bin ich nach Leipzig gegangen und war dann auch in Halle und ein Jahr in England. Und die Ausbildung zur Pfarrerin, das Vikariat, das habe ich dann am Rhein in Ingelheim gemacht. Jetzt wollte ich ein Stückchen zurück Richtung Heimat und bin für meine erste Pfarrstelle nach Greußen gegangen. Und ja, hier in der EKM freue ich mich jetzt besonders auf eine Landeskirche und auf viele Menschen, die Lust haben, Kirche heute neu in der Region zu leben, mit Leben zu füllen. Und die Traditionen und Texte, die schon Menschen durch Jahrhunderte begleitet haben, heute neu zu entdecken und neue Formen für Kirche zu finden. Darauf und auf ganz viele Begegnungen vor Ort freue ich mich.